Oh, wir haben Maxis im Team. Der tryoutet gerade für unser Academy-Team. Wir werden wahrscheinlich so in ein, zwei Wochen übrigens, wenn wir so ein fertiges Academy-Roster haben. Wir tryouten da gerade wirklich sehr, sehr viele Spieler, einfach nur um für den Wintersplit das bestmögliche Lineup zu haben. So, okay, Rell lässt mich alleine. Das ist aber ein Big Baba Roam von der Rell. Oh, so geil. Oh, wie kann man so geil sein? Oh, wie kann man so gut aussehen? Wie diese Rell. Ist ja unglaublich. Spielst du selbst noch Prime League? Ja, wir spielen auch in dem Wintercup mit. Wir müssen quasi so eine Vorrunde spielen. Ende September spielen wir da. Das ist eine Gruppenphase, wo man sich quasi dann qualifizieren kann für den Cup. Und dadurch, dass wir Division 3 sind, gibt es ja keinen Wintersplit. Aber an sich spiele ich noch, ja. Je nachdem, wie weit wir in diesem Qualifier kommen, wird halt die Winterphase sehr kurz für uns. Und ansonsten dann halt erst wieder Anfang nächstes Jahr. Boah, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob wir jetzt gerade überhaupt All-In gewinnen. Ich glaube nicht. Wobei, die spielt Ghost, die Vayne. Ja, wenn die Barrier spielen würde, hätten wir keine Chance. Mit Ghost könnte passen. Okay, Maxis. Ich finde immer, bei einer Soraka merkt man mal, wie gut die ist, wie sie ihre Qs used. Bei einer guten Soraka hast du das Gefühl, die weiß immer genau, wann sie cute und wann nicht. Die Soraka schmeißt ihre Q halt die ganze Zeit einfach raus. Gib mir Recall. Im Training Sheen. 1,85, 83 Kilo und 55 Millimeter. Davon ist keine Zahl richtig. Okay, die wählen wir noch nicht Base. Ist nur aufpassen, dass wir nicht von Grace gegankt werden. Aber wir können hier auf den Gank gucken. Und geh doch rein. Crazy, wir verlieren das. Wahrscheinlich hätten wir auf Vayne gehen müssen, nicht auf Soraka. Die Vayne hatte keine Items. Aber der Winkel hat es halt irgendwie nicht so zugelassen. Das Side-Zip von ihr. Die sind jetzt wahrscheinlich am Drake. Na, Grace hat schon Level 6, nur nicht. Ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass meine Items das mehr als kompensieren. Oh, es reicht nicht. Willst du mich verarschen? What? Die hatte 200 Leben. Tragödie. So ein geiler Snipe. Warum kein PTA das Game? Ich denke nicht, dass wir die 2v2 wirklich killen können. Und ich glaube, wir werden ziemlich lange Fights haben gegen Volibear, Graves, Soraka. Ja, Gefühlssache. Ich werde das Game auf jeden Fall auf Frozen Heart kaufen. Und da ist dann... Was ist heute mit unseren Junglern los, Guys? Was ist heute mit unseren Junglern los? Die wollen heute alle nicht gewinnen. Oh, ich hätte die Rell pingen sollen. Was macht die Rell hier hinten? Die hätte einfach mit mir hier chillen können. Aber Maxis hat uns da oben. Wir lassen die Rell jetzt zu uns bouncen. Vayne hat keine Ult. Ich will nur noch die Wave haben. Ich verkaufe einfach mein Refillable. Jetzt haben wir Trinity. Das war sehr huge. Da war diese Soraka aber ganz schnell weg. Wir sollten hier aus Base. Dann kriege ich einen Boot. 15 Sekunden. Nice. Ja, Grant ist eh schon weg. Ich gehe wieder Bot. Aber macht nicht so Sinn, die Wave jetzt sofort zu pushen. Die nächste eh noch pushen. Okay, dann meint, wenn Ray hier wie ein Berserker auf die Wave eindrischt, dann pushen wir die einfach auch direkt. Nunu ist gerade noch ganz woanders unterwegs. Digga, was war das denn von dir, Rell? Boah, Aggressionsprobleme. Verlieren wir jetzt den ganzen Tower? Wir verlieren jetzt den ganzen Tower. Ha, 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 ha. Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Das hätte eigentlich nicht sein müssen. Das hätte wirklich absolut nicht sein müssen. Aber Nunu, der Vodiver liegt schon am Boden da oben, ne? Unser Pantheon ist schon 40 CS ahead. Toplane noch mehr zu ganken, würde uns nicht das Game gewinnen. Problem ist natürlich auch, jetzt ist es ein bisschen Vayne versus Ezreal. Das Matchup macht an sich keinen Spaß. Okay, wir haben den Tower bekommen, not bad. 800 noch. Wir haben auch Cutterflash bekommen. Das Game ist so unplayable. Ich werde aber auch von allen Seiten permanent einfach nur verkauft. Boah, sind diese Fights close, Alter. Boah.
Ich sterbe da actually noch. Krass. Jetzt hat mir der ein Item Volibear 1200 Damage in einer Rotation gemacht. Ich fühle mich nicht fair behandelt hier von League of Legends heute, wirklich nicht. Der hat Chosen, das zählt als 2, das stimmt leider, ja. Wir brauchen auch ganz dringend Anti-Heal das Game, ne? Haben wir Anti-Heal? Wir haben Anti-Love Strain, okay, das sollte reichen. Ich bin mir auch ehrlich nicht sicher, ob Frozen Heart jetzt als drittes hier die richtige Wahl ist. Wir haben Nunu, ne? Wir haben Nunu. Okay, eine Minute auf Drake. Soul wäre natürlich eklig. Oh, Chemtex Soul für Graves, Cutter, Vayne. Oh mein Gott, mit Soraka. Also ich glaube, solange wir die Soul denied kriegen, sind wir good to go. Na, die Soul dürfen wir auf keinen Fall verlieren. Wir haben halt ziemlich beschissen in Wave Clear, ne? Also das sollten wir uns auf jeden Fall zunutze machen. Ist es frech. Boah, ist es frech, dass da keiner stirbt. Gut, aber es ist halt Graves Soraka, ne? Oh nein. Digga, ich will gerne was sehen. Ach, das ist wirklich lustig. Ah gut, ich habe auch Frozen Heart, deswegen ist mein Damage auch Pisse. Digga, er war so tanky, holy shit. Ich glaube, Smokescreen von Graves ist der stärkste Non-Ultimate-Spell im ganzen Spiel, oder? Das ist so crazy. Ich stand direkt neben ihm und ich konnte ihn nicht hitten, weil ich einfach in seiner W drin war. Er war ja sogar auch in der W drin, teilweise. Aber ich brauche jetzt ganz dringend Penetration. Ich glaube, der Item, den ich habe, ist gut, aber nur, wenn ich besser im Game bin, so. Aber wichtig, dass wir den Drake jetzt schon mal bekommen haben. Aber wir haben echt viel dafür verloren. Wart ihr oder Thresh viel stärker? Na, niemals, 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 niemals. Gar keinen Fall. Ich würde sagen, die sind auf jeden Fall auch Game-Breaking, so, aber... Oh, der war Shutdown wert? Ich hätte auch top weiter pushen können, aber... Oh mein Gott! Ich darf fast sterben, ey. Dass ich da fast sterbe. Crazy. Oh, ich will eigentlich mal Base. Ich glaube, der Tower war bad. Den hätten wir nicht mehr nehmen sollen. Ich weiß wirklich nicht, warum man als AD Carry Main jemals irgendwas anderes außer Ezreal spielen sollte. Das ist wirklich krass, wie geiler dieser Champion ist als alles andere, was League of Legends zu bieten hat. Das ist ja eine absolute Psychomaus. Boah, das Ding ist, ich bin quasi Insta-One-Shot von Kata, ne? Ich werde hier hinten chillen. Jetzt sind sie aber ein bisschen am Griefen, die Gegner. Darf ich hier alleine pushen, ist die große Frage, die sich mir stellt. Wurde da gerade TP'd? Oh, der Ping hat mir gerade Angst gemacht. Ich glaube, ich hätte einmal weitermachen können, aber irgendwie... Wo sind alle? Die sind einfach AFK, oder was? Guys. Oh shit, we did it, guys. We did it. Das war wirklich krampf, das Game. Ich glaube, die haben einfach am Ende getiltet, oder? Aber auch crazy Game von Maxis. Der hat das auf jeden Fall brutal gecarried. Ah, er hat mehr gemacht als ich. Close, close. Oh, mein Fuß ist schon wieder eingeschlafen. Not again. No. No.